Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen, auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute muss ich sagen, Christoph, ich freue mich riesig. Ich freue mich immer, wenn wir aufnehmen, aber ich habe mich selten so gefreut wie heute auf diese Folge, denn es geht in eines meiner absoluten Lebenswelt-Ever-Traumziele. Es ist eine Insel, ja. Es wird viel gefeiert. Es ist gutes Wetter, es ist Strand, es wird aus Eimern getrunken, es gibt Strohhalme, ja. Es sind viele Deutsche da. Man trifft Leute immer mal wieder, die man sonst selten sieht. Es geht heute zusammen nach Koh Phangan. Richtig, wir wussten es doch alle. Nach Thailand. Und man muss dazu ja sagen, wir machen ja vor jeder Folge immer eine unglaublich lange Redaktionssitzung, wir beide. Wir schließen uns immer irgendwo auf so einem geheimen Schloss ein und gucken immer, ach, was können wir für eine Folge machen. Dieses Mal war es komischerweise, ausnahmsweise mal relativ kurz. Wir haben gesagt, wo fliegen die Leute jetzt wohl hin und was habe ich zuletzt gesehen? Jo, Thailand, Koh Phangan. Da machen sich, glaube ich, gerade viele auf den Weg und so als kleinen Service für den Flieger, für die Fähre, die Überfahrt, haben wir so ein paar kleine Tipps hier und ein paar Geschichten, die wir so erlebt haben auf dieser wunderschönen Insel tatsächlich. Denn ja, du sagtest gerade, Eimersaufen gibt es auch, berichten wir auch, aber so alles drumherum, ne, das ist schon echt schön von der Landschaft her, das ist schon 1A da unten, vor allem wenn halt die Full Moon Party Gäste weg sind, würde ich mal sagen. Ja, und du merkst vielleicht, ich habe das ja am Anfang ein bisschen negativ erzählt. Im Prinzip müsst ihr euch vorstellen, dass das gleiche Intro habt ihr natürlich gleich gemerkt, hätte man auch über Mallorca erzählen können. Aber, wie sagt man so schön, auch Mallorca hat schöne Ecken. Auf Koh Phangan ist das ein bisschen anders. Koh Phangan hat halt eine, ich sag mal, nicht eine Schmuddelecke, aber eine Ecke, die so ein bisschen mehr folkloristisch, sag ich mal, europäisch geprägt ist. Und wenn man die auslässt, ist das wunderschön. Und darum ist es wirklich, ja, meine persönliche Lieblingsinsel in Thailand. Und wir haben ja schon mal ein bisschen über Bangkok erzählt und wir werden uns das, ja, Stück für Stück alles jetzt ein bisschen mal erarbeiten, dass wir Thailand, dieses wunderbare, fantastische, ja, Reiseziel, auch ein Sehnsuchtsort vieler, vieler Touristinnen und Touristen, spätestens seit The Beach, Christoph, ja. Also bei The Beach, Koh Phangan spielt auch eine Rolle, wenn ihr das mal angeschaut habt mit Leonardo DiCaprio, da könnt ihr euch mal anschauen, wirklich ein toller Film, ich kriege immer Fernweh, wenn ich es gucke und Durst auf Schlangenblut, von daher, ja, schaut es euch mal an und kriegt so einen kleinen Teaser, einen kleinen Spoiler, was euch auf Koh Phangan erwartet und danach hört er genau hier weiter, dann kriegt ihr nämlich alles an Inhalt, das ist mehr als ein Spoiler. Ich bin ja schon froh, dass es keine Internetcafés mehr gibt, das hätte man mit dir immer jedes Mal in so ein Internetcafé rennen müssen, weil du wieder irgendeine Nachrichtenseite oder irgendwas checken musst im Internet. Also nee, ich bin ja süchtig nach Internet, seitdem ich ein Mobiltelefon habe, also davor wäre ich nicht, also, du weißt doch, eine Sache, die ich noch schlechter kann, als nicht im Internet zu sein, ist in Ruhe irgendwo vorsitzen, kann ich noch schlechter. Sehr gut. Also, wenn ihr vielleicht zum ersten Mal nach Thailand fahrt, dann fangt vielleicht wirklich mit der Bangkok-Folge an, denn da geht es wahrscheinlich für euch los. Wenn ihr jetzt so ein bisschen in die Planung geht, ja, was machen wir? Klar, Bangkok ist dabei. Sollen wir in den Norden? Sollen wir auf eine Insel? Klar, auf welche Insel wollen wir dann? Dann könnt ihr ja mal hier reinhören, damit ihr aber so zumindest ein kleines Gefühl bekommt, was euch erwartet auf dieser Insel. Wir versuchen mal so ein bisschen abseits zu bleiben vom Full Moon Party, so richtig, richtig viele Geheimtipps, kann ich auch schon mal verraten, gibt es eigentlich gar nicht. Das ist so ein bisschen Leben und Rollern lassen, nennen wir es mal so ein bisschen die Folge vielleicht heute hier. Denn einfach so in diesen Tag hineinleben, das macht schon Spaß auf dieser Insel, macht tatsächlich auch Sinn, sich einfach wenig vorzunehmen und vielleicht nicht den dritten Yogakurs noch besuchen. Können wir uns ausnahmsweise vielleicht hier schon mal auf einen Folgentitel einigen und können sagen, der gerollte Weg ist das Ziel. Ja, genau, das können wir schon mal machen. Das passt nämlich perfekt dazu, kommen wir gleich bei Transport vor Ort, aber ansonsten wirklich sehr, sehr schön. Bevor es hingeht, wie auch immer, gucken wir uns gleich an, brauchen wir noch etwas in unserem Gepäckstück. Und wir dürfen uns ja immer eine Sache aussuchen, die wir uns ja gegenseitig vorstellen, was wir mitnehmen würden in unserem Handgepäck. Und deshalb würde ich dir immer freundlichst bitten, dass du hier beginnst. Ich hätte vorgeschlagen, wir sagen es beide gleichzeitig, weil ich wette, wir haben ziemlich das Gleiche. Also ich pack Mückenspray. Ich hab die hier stehen. Die habe ich stehen. Ja, Mückenspray. Also ihr braucht zwei Sachen ausnahmsweise heute. Also ihr braucht Mückenspray und für alle, die da ein bisschen anfälliger sind, ich habe das ja mal berichtet, die Mücke kriegt mich meistens als letztes, aber da sind so viele, die werden nicht satt, wenn die nur Christoph kriegen. Von daher kommen die dann auch zu mir. Also Mückenspray, ganz, ganz wichtig. Und als zweites, wenn es zu spät ist, nehmt euch so einen Stichheiler mal mit. Haben wir mal gesagt, unser Partner Medisana, kann man darüber hinweisen, ich weiß nicht, ob unser Gutschein noch gilt, aber probiert es mal aus. In einer der vergangenen Folgen hatten wir das mal drin. Nehmt euch so einen Medisana Stichheiler mal mit und der wird euch ab Tag 1 das Leben retten. Ja, ich glaube, es ist nicht zu groß gewesen. Vor allem könnt ihr einen Wecker stellen. 18 Uhr hat Adrian erstmal Hunger und sagt, wir müssen langsam mal los was essen. Und ab 18 Uhr kommen auch diese Mückenviecher. Sorry, wenn ich jetzt Viecher sage, aber
Ja, sobald es wirklich dunkel wird, oh, die nennen sich selber auch so. Ja, ich glaube, die sind halt ein bisschen nachtaktiv, nicht nachtaktiv, das ist das Falsche, aber so dämmerungsaktive Mücken. Von daher könnt ihr euch genau den Timer stellen. Ihr seht das dann auch, in Restaurants werden dann so Mückenkerzen oder diese brennenden Kränze, diese kleinen, die so ein bisschen räuchern, hingestellt. Also das ist so ein ausgemachtes Zeichen auf der Insel oder in vielen Inseln da, dass es dann losgeht mit den Mücken. Und es ist wirklich nervig, ne? Ja, es ist wie so ein Anpfiff, wie am Fußballfeld. Also wenn das erste Mal dieses Fußballspiel, wenn ihr das erste Mal diesen Geruch wahrnehmt von ja, dem Mückenfeuer, nenne ich es jetzt mal, dann wisst ihr, es geht gleich los. Ihr habt das erste Mal ein Zzzz im Ohr hängen. Es ist leider der kleine Nachteil, den ihr dort habt. Und ja, aber ohne jetzt zum Thema Sicherheit gehen zu wollen, wobei vielleicht ein bisschen schon, also das ist wirklich das einzig große Gefährliche, was ihr nicht selber steuert dort, wenn ihr nach Koh Phangan fliegt, fahrt oder segelt, sind wirklich die Mücken. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Es gibt dort immer noch so ein paar Sachen wie Malaria, wie Denguefieber. Von daher da einfach nur ein bisschen vorsorgen, weil so oft gestochen werden, ja, sollte man wenn möglich nicht, weil es eben auch mal sein kann, dass man sich ein bisschen was Unangenehmes einfängt und dementsprechend, ja. Aber wenn ihr euch kräftig einsprüht, ich kann, glaube ich, sagen, Christoph, die Konstellation aus Deo, Sonnencreme und Mückenspray hat wirklich noch alles Leben verjagt. Und Motoröl vielleicht auch noch. Motoröl, genau, so ein bisschen Abgas vom Motorroller. Wir wollen ja immer noch mal erfinden, wirklich, dass wirklich das ein Duschcreme, das wirklich schon alles beinhaltet. Duschcreme, Sonnencreme und Mückenschutz. Wenn wir das erfinden, glaube ich, dann werden wir uns ein kleines Häuschen sogar auf Koh Phangan kaufen. Duschsonnenmückenschutz. Kann man auch problemlos zum Tanken nehmen, falls der Diesel mal ist. Und als Pfannenfett zum Braten wahrscheinlich auch noch. Also das packt ihr auf jeden Fall ein. Bestellt euch gerne was mit viel DEET oder DEET, wie es heißt hier. Dieser Stoff, der hilft da schon. Das einpacken und jetzt nochmal so ein Thema Übernachtung, wenn ihr da schaut. Ihr könnt das, wie fast überall in Thailand, sogar relativ spontan machen. Ihr sagt, hey, hier gefällt's mir, ist meistens ein Zimmerchen, eine Hütte, ein Bett, was auch immer, frei. Außer vielleicht, wenn es gerade wirklich Fullmoon-Party ist. Dann ist ja die Insel wirklich komplett voll, aber so drumherum kann man das schon sehr, sehr gut machen. Und wenn ihr sagt, dieser ganze Trubel, der ja nun mal da ist, ist halt eine touristische Insel, den will ich so ein bisschen entfliehen, dann schaut euch vielleicht mal so ein bisschen eher die Region im Norden an. Also, dass er gar nicht am Anlegerort bleibt, sondern wirklich einmal durch den Dschungel schon losdüst und euch eher so ein bisschen an die Nordküste drängt da oben. Da ist es gefühlt, so unser Gefühl, viel, viel ruhiger, viel, viel entspannter noch, selbst wenn da im Süden oder Südwesten da unten die wilden Zeiten toben. Ja, apropos Unterkunft, Christoph, was du gerade sagst, also für alle Hörerinnen und Hörer, ich sitze gerade in einem Schrank in einer Unterkunft. Ich sitze gerade in Bochum in einem Hotel in einem Schrank. Also für alle unter euch, die in letzter Zeit mal nicht auf unserem Social-Media-Account waren, mittlerweile gibt es ja immer so kleine Snippets von unseren Podcast-Folgen hier auf Welttournee. Ja, also wenn ihr bei Instagram reinguckt unter dem Account Welttournee, könnt ihr mal sehen, was ich mir hier in den Schrank gebaut habe, Christoph, also auch aus Blutschweiß und Tränen und Handtüchern und Bettdecken sitze ich hier in einem zusammengezimmerten Habitat in einer Unterkunft. Und um wieder den Bogen zu kriegen von Bochum nach Koh Phangan, weil ich glaube, die beiden Orte liegen etwas weiter auseinander inhaltlich, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Auf Koh Phangan, mein Tipp wäre immer, sich ja klassisch diese Strandhütten zu nehmen. Also wirklich dann so eine Hütte, die auf Pfeilern gebaut ist, direkt am Meer. Man hört die ganze Nacht das Meer rauschen. Man sieht, wenn man aus dem Fenster guckt, sofort das Meer, man riecht es. Man bekommt auch mit, was draußen passiert. Das ist halt auch immer nochmal eine Sache. Muss man Spaß dran haben, weil alles, was kreucht und fleucht, das seht ihr, das hört ihr. Aber dann seid ihr wirklich mittendrin statt nur dabei. Und dann gibt es noch so zwei Varianten. Einmal für die Harten und einmal für die, wie wir mittlerweile vom Alter her. Also mit 2015 war ich das erste Mal da. Da hatte ich da 4 Tage eine Bambushütte ohne Klimaanlage. Ja, kann man machen, ist aber für die Harten. Und als wir 2022 da waren, Christoph, hatten wir eine Klimaanlage. Das ist dann wiederum für uns jetzt mittlerweile auch so. Da haben wir die 15 Euro mal pro Nacht mehr für eine Klimaanlage. Also das könnt ihr für euch entscheiden. Aber diese Unterkünfte gibt es dort wirklich einmal rund um die Insel. Und das wäre so mein Tipp. Also nehmt euch da wirklich so ein Bambushäuschen direkt am Strand. Das ist wundervoll. Oder ihr geht in den Dschungel rein. Ja, dann geht ihr wirklich in so einen Dschungel-Loggia. Dann seid ihr mittendrin an einem Wasserfall oder ähnlichem. Auch wunderschön. Aber ich würde immer so das Meer und ein bisschen Stadt bevorzugen, damit man abends beim Essen vor allem ein bisschen Auswahl hat. Und ehrlicherweise, Christoph, wenn man mit dem Roller abends zum Essen fahren muss, dann kann man auch vielleicht 1-2 Chang-Bier weniger trinken. Aber so viel zu den Nachteilen. Stimmt, tatsächlich. Wie gesagt, der Ultra-Tipp ist natürlich, ihr bucht euch für den Ankunftstag, bucht euch irgendwas und schaut euch da mal um, wo es euch gefällt. So haben wir es nämlich auch gemacht, sagten, ey, das ist doch geile Strandlage hier, hier bleiben wir einfach. Verlängern auch meistens kein Problem da. Das ist alles noch ein bisschen lockerer, noch so vielleicht sogar wie Thailand so früher war, gar nicht so touristisch durchgeplant.
da bei sowas, bei diesen einfachen Übernachtungshütten, sage ich mal, funktioniert das noch sehr, sehr gut und das macht dann auch Spaß, wenn man sagt, man fühlt sich hier wohl, es gibt noch eine kleine Strandbar dabei und abends ist noch ein Feuer gemacht irgendwie. Also von daher kann man das noch sehr, sehr gut machen. Man lernt viele Leute kennen immer, die das Gleiche machen so ein bisschen. Also von daher auf jeden Fall so eine Bambushütte, wie gesagt, ist Dusche drin, alles, Klimaanlage, von daher macht das auf jeden Fall. Also dann ist es schon mal sehr, sehr gut. Lass uns aber mal überlegen, du hast es schon angeteasert, so ein bisschen dieses Thema Transport vor Ort auf Koh Phangan. Denn man muss erstmal hinkommen, man muss natürlich wegkommen wieder und man muss vor Ort rumkommen. Ich fange mal an mit dem Hinkommen. Und da auf dieser Insel kein Flughafen ist, ist eure erste Reise nach Koh Phangan tatsächlich eine Fährfahrt. Je nachdem, wo ihr landet. Wahrscheinlich wird es auf Koh Samui sein, weil das, glaube ich, das nächste sogar ist, der Flughafen. Landet ihr da, düst dann weiter zum Fernleger und schippert dann einfach mal rüber mit dem Boot und habt so ein kleines Abenteuer schon an der Anreise. Da ist auf der Insel kein Flughafen, dementsprechend aber auch sehr wenig Fluglärm gibt. Also das ist schon mal vielleicht ein Vorteil. Ja, vor allem gegen Koh Samui. Auf Koh Samui habt ihr die ganze Zeit ein- und ausfliegende Flugzeuge. Gibt immer so einen zweiten Weg. Ihr könnt auch über Suratani, das geht auch. Von da könnt ihr auch losfahren. Gibt es auch viele, viele Boote. Die Flüge sind manchmal nach Suratani vielleicht sogar noch ein bisschen günstiger, wenn ihr jetzt aus Bangkok zum Beispiel kommt. Und ich muss dir sagen, Chris, das war die schönste Bootsfahrt meines Lebens, hatte ich von Suratani nach Koh Phangan. Das war 2015 und wir sind mit so einem ganz alten Dampfer. Es gibt drei, vier verschiedene Sorten von Schiffen dort. Es gibt einmal wirklich das Schiff, was noch das Öl direkt aus dem Boden verbrennt. Also da wird gar nichts mitgemacht, nicht raffineriert. Das wird direkt. Die Dinosaurier direkt rein, ja? Genau, da läuft der Triceratops noch direkt im Tank. Das andere ist halt schon ein bisschen moderneres Boot, das nicht mehr so viel Abgas macht und nicht so stinkt. Und das dritte ist halt ein Schnellboot. Kostet alles unterschiedlich viel. Wir sind damals 2015, wir hatten ja nichts. Wir sind mit so einem ganz alten Boot damals rübergefahren. Und ja, es ist wahnsinnig langsam gefahren. Meine ganzen Klamotten waren hinterher voller Öl, weil ich hinter dem Schornstein auf dem Boot gesessen habe. Aber wir sind dann, das müsst ihr euch vorstellen, ihr fahrt in Suratani los. Und die Sonne geht unter und überall in diesem Meer stehen ganz, ganz viele Felsformationen, kleine Inseln, die aus dem Wasser gucken. Und man fährt so in den Sonnenuntergang rein. Und ich hatte eine kleine Musikbox dabei und am Anfang fanden alle meine Musik doof. Und dann habe ich irgendwann den Schlüssel gefunden, Christa. Du weißt, wenn ich ab und zu den Schlüssel zum Musikgeschmack der anderen finde, dann kann Zauber entstehen. Passiert nur einmal alle 5 Jahre. Ja? Also passiert seltener als Olympischen Spiele. Aber wenn ich ihn finde, dann hab ich die Leute und dann haben wir den Groove und das haben wir den Abend geschafft. Und ja, das war einfach nur malerisch, da wirklich in diesen Sonnenuntergang reinzusegeln. Wunderschön. Und da träume ich heute manchmal immer noch von. Das ist einer der schönsten Reisemomente meines Lebens. Zum Glück habe ich ein Handtuch, Christoph, neben mir in diesem Schrank verbaut. Da kann ich mir da die Träne wegwischen. Ja, das kannst du machen. Ihr merkt das schon, die anderen Gäste, die mit euch auf diesem Boden sind, die sind wahrscheinlich ähnlich drauf wie ihr. Entweder sind sie auch zum ersten Mal da oder schon zum 15. Mal. Man kommt da relativ leicht ins Gespräch, auch wenn die Fahrt wahrscheinlich jetzt von Koh Samui nur so eine Stunde ist, gefühlt mehr oder weniger. Ja. Aber trotzdem, also sehr entspannt alles, kein Gedränge, man hat ja Zeit, man ist ja irgendwie doch im Urlaub und man kommt da so ein bisschen runter. Also von daher, diese Fährfahrt, das macht schon Spaß, das macht schon Sinn und ärgert euch nicht, wenn ihr sagt, oh, ich muss jetzt noch eine Fähre fahren, das ist so aufwendig hier. Nee, macht das schon mal. Plus, letzter Punkt hier vielleicht noch zum Thema Koh Samui, der Flughafen. So ein Flughafen, glaube ich, werdet ihr echten Leben irgendwo nie wieder sehen, denn auch das sind es auch Bambushütten oder zumindest Hütten, die keine Wände richtig drin haben, nur ein Dach. Da ist dann einfach der Counter, wo ihr dann euch eincheckt und dann latscht ihr zu den Flugzeugen rüber. Zu den Mücken, die empfangen euch schon. Ja, ja, dann latscht ihr da rüber. Das ist also alles sehr, sehr offen. So verschiedene Wege sind dann einfach da gebaut. Also es ist ein ganz fantastischer Flughafen, auch das schon einfach mal ein Ziel auf Koh Samui, wie gesagt. Ja, es ist also der wie gesagt, was haben wir vorhin gesagt? Der Rollweg ist das Ziel? Nein, was haben wir gesagt? Rücksprung gleich, muss ich nochmal anhören, weiß ich nicht. Aber wir hatten ja gesagt, irgendwas mit Rollern und Weg ist das Ziel. So. Jetzt aber rüber nach Koh Phangan zurück. Und auf der Insel braucht ihr eine Sache und vor der warnen wir gerne mal. Aber das machen wir auch jetzt wieder. Aber ohne geht's wirklich nicht. Ohne werdet ihr da wenig Spaß haben. Und das, was ihr dort drüben braucht, ist ein Roller. So ein Roller kostet ungefähr 6 Euro am Tag und ist viel zu schnell für uns Mitteleuropäer. Sage ich auch jetzt schon mal. Die Dinger fahren da 90 bis 100 km/h. Ja. Auch wenn die euch sagen, der fährt lang, das ist ein kleinerer, der fährt langsamer. Die fahren alle 90 bis 100 km/h, wenn ihr das wollt. Und das Problem ist, so am ersten Tag, da fahrt ihr alle 45, so wie ihr das von zu Hause gekönnt. Dann irgendwann probiert ihr mal 50 aus, dann fahrt ihr mal 70, dann ist die Straße frei, dann fahrt ihr mal 80. Und irgendwann wacht ihr dann auf Koh Samui in einem Krankenhaus auf. Die Geschichte erzählen wir irgendwann mal in der Koh Tao-Folge, aber es geht. Es gibt diese Geschichten und es passiert öfter, als man denkt. Also fahrt da wirklich, wirklich vorsichtig.
wie gesagt, 6 Euro am Tag ungefähr kosten $1 umgerechnet. Und damit seid ihr aber komplett frei. Ihr könnt euch überall hin bewegen. Ihr habt ja meistens nur einen kleinen Handgepäckskoffer dabei oder einen kleinen Rucksack, meine ich. Und dann seid ihr auf der Insel komplett flexibel. Sucht euch eure Unterkunft, das, was Christoph vorhin gesagt hat. Ja, ihr fahrt einfach mal irgendwo hin, guckt, klopft mal, fragt nach. Und dann ja, habt ihr da die freie Wahl auf dieser wunderschönen Insel. Und ja, es ist wunderschön. Und das Rollerfahren, würde ich fast schon sagen, Christoph, ist eigentlich alles, was man tun sollte. Und man muss dazu sagen, Adrian beim Autofahren ist ja wirklich ein sehr guter Autofahrer, fährt auch sehr gerne. Beim Rollerfahren eigentlich auch. Aber irgendwann sagt er mal, wir sind dann, weiß ich nicht, schnurgeradeaus durch den Dschungel gefahren, minutenlang. Ich bin vorgefahren, normales Tempo. Und am Ziel sagte er, ey, Gott sei Dank, dass du vorgefahren bist, dass du wirklich so 50, 55 gefahren bist. Ich glaube, ich wäre hier schneller gefahren. Also von daher, Helme sind auch eher so, ja, sieht aus wie so ein Fliegenpilz, mehr oder weniger, dann, wenn man da mitfährt. Also das ist so ein Calimero-Helm. So. Ja, kann Spuren von TÜV anerkannten Schutzfunktionen enthalten. Also da wäre ich wahnsinnig vorsichtig. Und du hast es gerade gesagt, also als wir das letzte Mal da waren, 2022, hatten wir genau die Situation. Christoph ist vorgefahren und Christoph fällt wirklich vorsichtig da. Danke, das ist eine der Sachen, wo du uns auch vielleicht vor Schlimmerem mal bewahrt hast. Und da haben wir tatsächlich vor uns einen Unfall gesehen und das war nicht schön. Also da alles gut, alle haben überlebt, aber da waren einige Sachen ganz schön kaputt bei dem, was die Leute vor uns da hatten. Und es sind aus der Kurve geflogen, ganz klassisch. Von daher passt da ein bisschen auf. Und noch ein Welttournee-Geheimtipp. Er fällt mir gerade ein, Welttournee-Geheimtipp. Christoph, mir ist in unserer Unterkunft eine Kokosnuss nachts auf meinen Spiegel gefallen vom Roller. Ja. Und was richtig teuer ist, ist ein Schaden an eurem Roller, ja, weil das gibt immer richtig Ärger. Und was macht man denn dann? So, und ich bin am zweiten Tag erstmal ohne Spiegel rumgefahren, weil ich genau wusste, wenn ich jetzt zum Rollerladen gehe und sage, da ist was gegengefallen, die finden noch einen Kratzer und schwupps sind da irgendwie 100 Euro weg. Dann habe ich bei einer Werkstatt angehalten, bei der Erstbesten, gefragt, hier, können Sie mir nicht einen neuen Spiegel dran machen? Und dann haben die gesehen, dass da eine Nummer drauf ist aus dem Roller und so, dass sie dürfen keine Roller reparieren, wenn die eine Nummer haben von einem Verleihservice. So, und das war natürlich der Trick, weil die wollten, dass ich wieder zurückkomme und dann auch nur Mark 50 mehr beim Verleihservice lasse. Aber normal kostet so ein neuer Spiegel 5 Euro. Wenn man 10 zahlt, dann ist mir das relativ egal, ob da so eine Nummer drauf ist. Und für einen Zehner hatte ich einen brandneuen, astreinen Spiegel. Und den alten habe ich noch zu Hause. Den alten Spiegel, der liegt noch bei mir in Hamburg. Den habe ich als Erinnerung mitgebracht. Von daher immer gut. Und Christoph, du hast ja auch deine Story. Christoph beim Zurückgeben der Roller, da wollten sie Christoph mal ans Bein, was sagt man? Fragen. Ans Bein fragen, die wollten mich ans Bein fragen. Ja. Auch das nochmal so ein Tipp vielleicht, gar nicht nur so jetzt für Koh Phangan, sondern allgemein im asiatischen Raum. Macht vorher ein Foto von eurem Roller. Warum? Bei der Ausleihe, vielleicht sogar ein Video einmal drum gehen, ein bisschen hier und da mal filmen, schon mal auf Kratzer zeigen. Denn nach der Rückgabe versuchte man mir komischerweise irgendwo noch ein paar Kratzer aufzuschwatzen. Kratzer aufschwatzen. Anzudichten, ans Bein zu fragen. Die wollen sie ja ans Bein fragen. Wollen sie. Das fand ich nicht so lustig, weil ich sage, ey, wir haben nichts gemacht da, alles pfleglich behandelt. Wie gesagt, wir fahren jetzt nicht so übermäßig schnell und rasen da auch nicht. Aber die hatten natürlich versucht, hier und da nochmal einen 50-100-Euro-Schein rauszuschlagen. Zum Glück hatten wir halt diese Fotos und konnten beweisen, dass dieser Kratzer schon vorher da war. Dann war auch Ruhe, nachdem wir ein bisschen diskutiert haben, da auch Lautstärke. Von daher, macht auf jeden Fall mal ein Foto, wenn ein Kratzer, selbst wenn es der kleinste Kratzer ist, den ihr euch jemals nur gesehen habt, das lohnt sich schon, einfach mal diese kleine Videorunde zu drehen, mit Taschenlampe nochmal drauf zu leuchten, so ein bisschen. Auch wenn ihr das unter dem Dunkeln mal abholen solltet, auch da gerne mal aufpassen. Nicht nur der Tipp jetzt für Thailand, sondern ganz Südostasien tatsächlich. Ja, Christoph hat die Geschichte natürlich ganz schön kurz erzählt. Also wenn ihr, wir sind ja hier unter uns, Christoph, du kannst ja kurz was zu trinken holen gehen. Also wenn ihr Christoph mal erleben wollt, wie er wirklich aus der Haut fährt, den kriegt ihr, das ist ein Fels in der Brandung, den kriegt ihr normalerweise nicht aus der Ruhe. Aber wenn zwei Faktoren zusammenkommen, A, man will ihm an sein Portemonnaie und B, alle müssen auf ihn warten. Wenn das zusammenkommt. Das war einfach nur die Ungerechtigkeit des ganzen Seins. Also von daher, dieses Spiel mache ich nicht mit. Nee. Ja, das hat er wirklich nicht mitgemacht und er hat auch mit allen Sachen gedroht, die ihm eingefallen sind. Von daher, ja, aber er hat gewonnen und auf den Fotos war wirklich zu sehen, dass es nichts passiert. Von daher, er war voll im Recht, aber da war das erste Mal, dass ich Christoph so leicht nervös gesehen habe. Das habe ich vorher noch nie erlebt. Von daher, jetzt weiß ich, wie ich dich kriege, Christoph. Aber es braucht schon zwei Faktoren. Ich wäre bei einem schon aus der Haut gefahren. Von daher, sei dir geschenkt. Also Rollermieten, 6 Euro, manchmal ein bisschen teurer, hier und da einfach mal vergleichen oder vorher checken. Dann könnt ihr nämlich über die Insel fahren und könnt euch an den verschiedenen Stops auch natürlich was zu essen holen. So,
Wenn ihr jetzt wirklich das absolut authentischste Thai-Food haben wollt, ist Koh Phangan vielleicht die falsche Insel. Es gibt natürlich hier und da Ecken, wo die Einheimischen hingehen, da kann man das schon sehr, sehr gut essen. Aber vieles, vieles auf den Routen, die ihr so fahren werdet wahrscheinlich, ist schon für Touristen gemacht. Das heißt, es gibt natürlich englische Menüs, es gibt französische Menüs, deutsche Menüs, viele, viele Fotos. Ihr kennt das, schönes Neonlicht, da läuft noch irgendein Radiosender, den ihr kennt. Von daher ist das alles schon so gemacht. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen langweilig, aber wir hatten ja gesagt, vielleicht seid ihr zum ersten Mal in Thailand und dann ist es schon wieder ganz gut. Denn man muss ja anfangen, sich ein bisschen durchzuprobieren. Und ein Kumpel, mit dem wir öfter mal unterwegs sind, der hat so ein System für sich erfunden. Auch das könnt ihr mal versuchen. Und zwar hat er gesagt, er will diese Thai-Curries, die es ja in verschiedenen Variationen gibt, fängt er immer an nach dem Schärfegrad. Also dann fängt er an, was ist das Unschärfste? Glaube ich, ein rotes, dann gelbes, dann grünes, dann Masaman-Curry und er geht nach oben hin irgendwie. Ich habe das nie so ganz verstanden, wie er das macht. Bitte, bitte, das sind hier keine Anlage- und Beratungstipps. Probiert, packt einen kleinen Finger rein, leckt einmal ab und danach wisst ihr, was auf euch zukommt. Das ist egal, welche Farbe das hat. Es kann alles, alle Formen und Facetten annehmen. Von daher ja, wenn ihr es wisst, ist natürlich das genau die richtige Reihenfolge von mild nach scharf, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten, ja, es kann schon was. Und normalerweise ist Christophs Faustformel ja immer global, dass er nicht gerne in Restaurants geht, in dem sie Bilder von dem Essen in der Karte haben. Das würde jetzt auf Koh Phangan ein bisschen schwierig, weil es gibt wirklich überall dann Karten mit den Bildern drauf, damit wir Zentraleuropäer und die Amerikaner und die Australier, die da hinkommen, das auch alles einschätzen können, was sie bestellen. Das hilft auch ehrlicherweise ein bisschen. Ich würde nicht ganz mitgehen, Christoph, es gibt schon ziemlich authentische Küche dort. Man muss halt ein bisschen suchen, man muss natürlich ein bisschen aus der Stadt raus und da und hier und da mal an die ominösen Seitenstraßen denken. Aber ansonsten, ja, man kommt da so durch, dass man da ohne große Herausforderungen auch preiswert, ne? Also wir reden hier wirklich für ein Essen irgendwie zwischen 3 und 4 Euro, auch in einem Restaurant, jetzt gar nicht auf dem Streetfood-Market, den es dort auch gibt, aber da seid ihr dann wirklich bei den größten Köstlichkeiten von Morning Glory, alles an Curries, an verschiedene Reisgerichte logischerweise, Fischgerichte vor allem auch, ja, und mit dem Stäbchen mal so einen ganzen Fisch auseinanderpulen, das ist auch abendfüllend, von daher, da kann man auch mal statt Mensch ärgere dich nicht spielen abends, mal so einen Fisch auseinanderbauen und essen. Also da auf jeden Fall, nehmt euch Hunger mit und esst 4-mal am Tag. Wir haben es so gemacht. Und auch da hilft tatsächlich eher rumfragen als Google. Das heißt, fragt lieber irgendwelche Mitreisenden, die ihr irgendwo trefft. Ey, wo habt ihr mal was Geiles gegessen? Das ist tatsächlich gefühlt in den letzten Jahren, auch mit den Google-Bewertungen, die so ein bisschen weggefälscht werden, tatsächlich besser, einfach mal auf persönliche Empfehlungen zu gehen. Ihr werdet da schnell Leute kennenlernen und hoffentlich haben die auch nochmal einen Tipp für euch. Was ich noch als Tipp habe, das müssen wir unbedingt einbauen, das ist mir sehr aufgefallen, als wir da waren. Diese Insel ist komischerweise ein absoluter Kaffee-Hotspot dieser Welt. Ich weiß nicht warum. Klar, er hat es uns erklärt oder die verschiedenen Leute da, in Thailand gibt es natürlich auch Kaffeebohnen, aber was sie da für Kaffees hingebaut haben, also ich sag mal so, ob er jetzt irgendwo im Londoner West End oder in Berlin Mitte, die sehen nicht anders aus. Hier diese Waschbeton-Theken mehr oder weniger, riesig geile Maschinen einfach da. Also das ist wirklich an jeder Ecke, und ich meine wirklich an jeder Ecke, irgendwo mitten im Dschungel, du wirst dich erinnern. Ich so, Adrian, wir machen jetzt mal in der nächsten Ecke 50 Meter links, rechts, berghoch, trinken wir jetzt einen Kaffee. Und ich so, hä, willst du mich verarschen? Nein, wir fahren das wirklich hoch, weil da war wirklich absolute Hipster-Kaffee ist überall. Also ich weiß nicht warum, vielleicht kann das nochmal jemand erklären, warum gerade auf dieser Insel diese Cafés von der Qualität auch wahnsinnig. Also ich bin ja immer noch am Schwärmen hier. Du kannst mich ja ein bisschen bremsen vielleicht. Du bist ja hier bei einem ganz klassischen Henne-Ei-Problem. Was war zuerst, der Hipster oder das Café? Ja, das kannst du ja selber herleiten. Es gibt so einen Hipster-Kipppunkt. Ja? Ab dem 947. Hipster, der gleichzeitig auf der Insel ist, entstehen kleine Cafés. Bedürfnisse. Ja, stehen Bedürfnisse. Entstehen Bedürfnisse nach kleinen Balance, Specialty, Decaffeinated Hipster-Cafés mit Hafermilch. Trinke ich auch gern mal. Aber ja, das passiert dann. Und das mittlerweile muss man das aber auch mal ganz klar hervorheben. Das war früher eine Katastrophe, ne? So 2015. Einen anständigen Kaffee zu kriegen, gar nicht möglich. Und man muss auch sagen, diese Hipster-Cafés, wie wir sie jetzt so ein bisschen spaßhaft nennen, die sind alle schon so gebaut, dass man sich da auch wohlfühlt. Denn da kostet der Kaffee dann zwar auch so viel wie ein Mittagessen, aber also wie ein Mittagessen in Thailand, so 2-3 Euro, aber kann dann halt auch was. Und gerade wenn man sich da mal einen Tag über irgendwo hinsetzen will und mal einen Kaffee trinken will, dann bietet sich das schon an. Das kann man sehr, sehr gut machen. Einen Roller mal abstellen, schönen Milchkaffee, kriegst auch einen kleinen Espresso und dann ist das schon viel munterer beim Ziehen am Rollerhebel. Das geht dann schon einfacher. Wir müssen die Bedürfnispyramide muss noch umgeschrieben werden. Denkt daran, dass wir das nachher vielleicht nochmal machen. Maslow's Hipster-Pyramide. Die Bedürfnispyramide für Koh Phangan.
Die Bedürfnispyramide für Koupang-Yang beinhaltet wahrscheinlich bei den meisten von euch auch diese ominöse, wohl ominös ist sie nicht, aber sie ist weltbekannt, diese Full Moon Party. Wir nehmen gerade auf, ich gucke am 18. September und ich habe mal geguckt, gestern, am 17. war die letzte. Also, wenn ihr jetzt irgendwo gerade auf dem Weg seid, ich habe hier nochmal die Daten rausgesucht, am 18. Oktober ist die nächste, dann 15. November, 15. Dezember und zur riesen, absoluten Megaparty dieses Jahr am 31. Dezember 2024 alle Daten. Christoph, wenn wir gerade schon bei Terminen sind, darf ich noch einfügen, neben den Full Moon Partys dieses Jahr auch noch große Highlights. Am 8. November Welttournee live in Flensburg im Deutschen Haus. Am 17. November Welttournee live in Hallstatt, am Kulturboden Hallstatt. Am 22. Dezember die große Weihnachtsshow. Welttournee live in Holzminden. Es gibt noch Restkarten, es gibt noch ein paar Tickets für Holzminden. Es wird super, wir freuen uns schon riesig. Und dann geht's nächstes Jahr weiter am 15. Mai live in Erlangen im Redutensaal. Und dafür gibt's jetzt auch noch Tickets. Und das ist vielleicht ein bisschen einfacher zu erreichen als Koupang-Yang, als die Full Moon Party, muss man so sagen. Und auch weniger Eimer bei uns, komischerweise. Ja, klappt weniger. Es gibt keinen Eimer bei uns mit Strohhelm, weil die haben wir vorher alle selber schon verhaftet, wie man heute so schön sagt. Aber Full Moon Party an sich. Es ist, glaube ich, eine der größten, wenn nicht sogar die größte Beachparty der Welt wahrscheinlich. Denn die sperren unten im Südwesten, sperren sie einen Strand ab, teilweise das Dorf sogar, beziehungsweise bauen ins Dorf Theken rein oder die haben die ganzen Bars extra schon so aufgebaut, dass da wirklich einmal im Monat wirklich ein absolutes, ja, Mega-Event ist. Und mit Mega-Event, ihr könnt euch das nicht vorstellen, da ist wirklich alles zugegen. Dieser Fullmoon-Party am Strand, das ist ein absoluter Wahnsinn. Ne? Von Neonfarben das, geht's das los. Wacken, das Wacken Südostasiens, oder? Das ist echt so, ja. Von daher, Wacken mit Neonfarben mehr oder weniger wahrscheinlich. Ja, bisschen anderes Wacken, aber im Kern hat es viel von Wacken. Du sagst gerade, am Hardwin Beach ist das. Kommt man gut mit dem Roller hin, an dem Tag bitte fahrt nicht mit dem Roller hin, egal ob ihr vorhabt, irgendwas zu trinken oder nicht, fahrt einfach nicht mit dem Roller hin. Nehmt ein Taxi, weil selbst wenn ihr fahren könnt, auf den Straßen ist der Teufel los. Es fahren immer noch viel zu viele Leute da mit dem Roller. Die Taxis kosten auch nur 1,50 €. Und ich kann euch sagen, man trifft auf dem Taxi ab und zu mal Leute, die man von zu Hause kennt. Das hatte ich ja im Intro schon mal erwähnt. Also ich bin damals 2015 auf dieses Taxi aufgestiegen und saß erstmal direkt neben einem Kumpel aus dem Nachbarort. Und sagt erstmal, moin, was machst du denn hier? Und das Gleiche fragt er mich auch. Und dann haben wir uns dann erstmal, weil wir uns ja schon fast 3 Wochen nicht gesehen hatten, erstmal bei meinem Eimerchen den neuesten Schnack erzählt auf der Full Moon Party. Ja, aber ansonsten, es ist nicht für jeder Mensch was. Das sage ich euch auch ganz ehrlich. Also ich wollte es einmal erlebt haben. Ich glaube, ich würde nicht unbedingt ein zweites Mal hingehen. Also Christoph, wenn du sagen würdest, komm, wir wollen da nochmal hin, dann gehen wir. Es ist immer so, alleine was sich da so im Wasser abspielt. Ne? Also es gibt nicht viel Platz. Ja, muss man sagen. Man kann da auch an dem Ort, direkt am Hardrin Beach, auch übernachten. Ich habe da, glaube ich, mal ein Hostel gesehen mit 100 Betten. Ja, da kann man dran vorbeigehen, wie so ein Schaufenster, wie früher bei uns bei Kaufhaus Schwager. Schöne Grüße in die Heimat. Riesen Schaufensterseite und dann kann man da zuziehen und dann sind da 100 Betten drin in dem Dorm. Und im Wasser, so gegen nachts 1 Uhr, 2 Uhr sind viele betrunken und so weiter. Das ist halt nicht schön. Ne? Also Blut, Schweiß und Tränen, alles findet sich da irgendwie im Wasser wieder. Ich habe da also alles erlebt. Es wurde sich geliebt, es wurde ein Klo gesucht, es wurde probiert, wie Meerwasser schmeckt, alles auf einem Quadratmeter. Das ist alles erlebt. Also von daher, ja, ist wild. Aber mit Feuerspielen und solchen Geschichten dort, mit vielen Aufführungen, auch mit Fackelkunst, es ist Entertainment. Ne? Da gehen nicht umsonst die ganzen Leute hin. Man kann da ein bisschen was erleben, aber Gemach, Handbremse ruhig da an dem Abend mal ein bisschen anziehen. Das ist nicht der falsche Ort, denn da kommen auch ab und zu mal Leute ums Leben. Es gibt auch noch ein paar Klippen am Rande. Es ist auch so mit, also Rollerfahren und Full Moon Party sind die zwei größten Gefahren auf. Ich glaube es auch. Und wir hatten jetzt am Anfang gesagt, wenn ihr wirklich nach diesen Daten, die wir gerade gesagt hatten, ein bisschen schaut und da genau darum herum bucht, habt ihr halt wirklich eine perfekte Insel von der Natur her. Ihr habt da wirklich kilometerlange Straßen, die einfach durch ganz dichten Dschungel gehen. Taucht irgendwann mal ein Wasserfall auf. Ihr könnt da die verschiedenen Strände abfahren. Jetzt eben, wo nicht die Party ist, gerade auch im Norden. Wunderschöne Strände. Teilweise kommt man dann auch nur mit dem Boot hin, dann schließt ihr euren Roller da am Hafen ab und fahrt mit dem Boot weiter. Also das ist alles ein Wahnsinn und man muss auch gar nicht so wirklich nach Zielen suchen. Man sucht sich einfach auf der Karte eine grobe Straße raus, ach, die fahren wir heute mal, da drehen wir mal einen kleinen Bogen. Und das reicht dann eigentlich auch schon. Und hier ist vielleicht die WST-Formel, haben wir uns mal ausgedacht. Das ist nämlich die Wasserfall-, Strand- und Tempel-Formel. Und schon ist der Tag auch mehr oder weniger rum, wenn ihr alles gemacht habt und vielleicht noch einen Kaffee trinkt,
in einem dieser Hipster-Cafés und noch abends was isst und schon ist schon wieder ein Tag rum. Also man kriegt da schon die Tage sehr, sehr gut und auch sehr, sehr entspannt rum. Und wenn man auf dem Roller minutenlang durch einfach so eine grüne Wüste, nenne ich jetzt mal, oder durch grünen Dschungel gefahren ist, der weiß, wie entspannend das ist. Man denkt an gar nichts anderes. Es summt einfach nur dieser Motor. Ab und zu taucht Adrian beim Rückspiegel auf und man ist wieder weg. Also von daher ist es ein absolut erholendes Erlebnis tatsächlich. Seit du mit den Geräuschen hier angefangen hast, denken wir auch über welche aus. Ja, wir hatten gesagt, der gerollerte Weg ist das Ziel, ne? Und das passt dazu einfach. Und kleiner Hinweis, wir haben nicht unerheblichen Teil unserer Live-Show ja auf Koh Phangan damals da geschrieben. Und wir haben wirklich mal so eine Woche richtiges Künstlerleben da zelebriert. Also morgens aufstehen, auf dem Roller sitzen, erstmal einen kleinen Kaffee trinken, dann erstmal nochmal eine Stunde wieder hinlegen, mal die Synapsen alle wieder freilassen. Und ja, dann das, was Christoph gerade sagt, ne, so eine große WST-Runde gemacht. Ja, mal ins Landesinnere gefahren, durch den Dschungel gefahren. Es ist einfach so schön. Ihr Vater, flatterndes Hemd, Tanktop an. Ich weiß, es ist gefährlich, aber es gibt einfach nicht viel schönere Sachen, als so bei 30 Grad, alles flattert da im Wind. Die Haare machst du dir nicht, das wackelt alles ein bisschen. Du hast einen Helm ja eh auf, klar, so eine Nussschale. Aber es ist einfach richtig schön. Und dann einfach durch den Dschungel fahren, man fährt in den Wald dort hoch, fährt mal einen Seitenweg rein, probiert mal was aus, fährt wieder zurück und lässt sich einfach alles mal so ein bisschen auf sich wirken. Es sind viele Höhenunterschiede. Man muss ein bisschen sicher sein auf dem Roller. Es macht aber einen riesengroßen Spaß. Man fährt mal in eine einsame Bucht, dann schwimmt eine Runde. Ja, also das Ess, das Strand. Und dann kommt man wieder in den Tempel, man guckt sich das an, trinkt nochmal einen zweiten Kaffee am Nachmittag und ist dann irgendwann nachmittags wieder zu Hause. Dann irgendwann wir haben da die Show geschrieben. Ich weiß nicht, ob wir das noch gemacht haben. Aber als wir dann zu Hause waren, noch zwischengemacht, klar. Zwischen 4 Uhr nach Hause kommen und 18 Uhr machen wir mal ein kleines Changbier auf. Haben wir dann wirklich auch tolle kreative Momente gehabt. Man kann dort super lesen, in meiner Hängematte liegen, 2-3 Stunden. Es ist ganz, ganz fantastisch. Und dementsprechend, ja, der gerollerte Weg ist dort das Ziel. Und für mich ist es so wirklich der Ort, wo ich am meisten runterkomme und wo ich keine Schmerzen habe. Christoph, ob du es mir glaubst oder nicht, aber so ein bisschen habe ich es bewiesen, einen Tag lang mein Handy nicht dabei zu haben. Und ich hatte auf der Reise keine SIM-Karte drin. Ich war nur im Wi-Fi, wenn du mich in so ein Hipster-Café geführt hast und ich da mein Hipster-Wi-Fi hatte. So. Tatsächlich so. Ich glaube, wir hatten ja diese Woche eingeplant und wir wollten auch noch weiter nach Koh Tao, glaube ich, die Nachbarinsel. Aber irgendwann haben wir gesagt, wir können auch hier bleiben. Von daher, wir haben ja alles, was wir brauchen. Und wenn ihr dann ebenfalls ein bisschen auf diesem Trip seid und sagt, okay,